Ja gut, dann mache ich einen kurzen Schnitt, hol was kurz zu trinken und dann ja, versuche ich das richtige Texture Pack zu laden und dann sehen wir uns gleich nochmal. Hallo, da sind wir wieder. Ich hoffe mal, ich kann mehr als ein Rennen fahren, weil ich habe, bin ich der Meinung, das letzte Mal über AMD aufgenommen. Jetzt nehme ich aber über OBS auf und OBS beeinflusst das Spiel einfach überhaupt nicht. Jetzt klimmt sich ja nicht irgendwie mit rein oder so. Deswegen hoffe ich und gehe ich mal davon aus, dass das Spiel jetzt ohne Probleme läuft und nicht wieder einfach abstürzt. Mein Test ist es nicht abgestürzt. Erst wie gesagt, als ich die Aufnahme gestartet habe, aber... Naja, das sehen wir, ne? Fahren wir jetzt einen Rennen und dann schluss das Spiel wieder ab. Richtig Bock. Und dann natürlich gleich ein Driftrennen. Ja, yeah, toll. Naja, wie sieht man hier, wie toll die Straße jetzt hier aussieht, ne? Bin der Meinung, wurde aber noch ein bisschen mehr verändert. Ich glaube jetzt, die ganzen 2D-Dinger sind alle ein bisschen hochauflösender. Ich weiß gar nicht, was die noch umgeändert haben. Das war ein Venai jetzt, detaillierter, oder was haben die hier sonst noch verändert? Naja, ein Gigabyte? Ich glaube, ein Gigabyte ist das Ding groß, ne, die 6-2-Pack. Fast so groß wie das ganze Spiel. Ja, ist wirklich so. Das Spiel ist ja mal gerade auf 2 CDs damals gewesen, also 1,4 Gigabyte groß gewesen. Ja, das heißt wirklich fast größer als das Spiel, ey, jojojojo. Aber naja, hier sind ja auch Texturen drin, ne, für uralte PCs. Ich sag ja, zu dem Zeitpunkt hatte man eine neue Reihe von der ATI. Die erste neue Reihe. Die erste neue Reihe? Theoretisch, weiß gar nicht. Hatten die damals auch die neue Reihe gehabt? Nee. Die sind ja jetzt gerade bei den 1000er Reihen. Vielleicht sind sie dann irgendwann wieder bei 9000, ne? Und Nvidia, FX 5000er Reihe. Deswegen, da war ja noch nicht wirklich viel Grafikspeicher gewesen. Nee, da hatten wir mal ja gerade 64. Und wenn es hochkommt, 128. Und wenn du richtig krank warst, 256. Wow. Deswegen, da war nicht so viel Platz für Texturen. Heute ist ja kein Problem, ne? Eine Grafikkarte hat 16 GB, schmeiß voll das Ding. Aber selbst in meiner alten 1060 mit 6 GB hatte die ja gehabt. Ja, das ist ja auch kein Problem. Da passt ja auch das ganze Spiel und die Texturen auf den Grafikspeicher. Ich habe ja sogar ein bescheuertes Programm, dass du den Grafikspeicher als Speicher nutzen konntest. Also eben, dann wurde eingebunden als Festplatte im Datei-Explorer, wo man sich auch so denkt, okay, wofür braucht man das? Extrem schnellen, flüchtigen Speicher. Gab es ja damals auch schon mit RAM-Disk. Oder du denkst, okay, also zwar vor Zeiten, vor SSDs, hat das ja noch alles so einen halbwegs Sinn gemacht. Aber heute, ich überleg mal, wie, verdammt, wie scheiße schnell SSDs mittlerweile sind, ey. Das ist meine fucking M2-SSD, die ich hier drin habe. Die schafft 2,2 GB pro Sekunde. Und da ist auch nicht mal eine gute. Es gibt da die richtig kranken Dinger, die du als Slotkarten bekommst, die du in auch PC Express reinsteckst, ne, 16-fach oder so. Und die gehen dann richtig ab wie Schmitzkasse, kosten aber auch natürlich scheiß wie Geld. Aber wo braucht man denn so eine grobe Datensatz durch Rate? Ja, wenn du den als Server hast oder so, oder YouTube ist, dann brauchst du schon so eine hohe Datensatz-Durchsatzrate, ja. Dann verstehe ich das natürlich auch. Ist die Frage, ne? Haben die da tonnenweise SSDs oder haben die da noch tonnenweise Festplatten? Weil bei denen ist ja eigentlich schon Speicher wichtig. Aber die Daten müssen ja auch eigentlich relativ schnell abrufbar sein. Weil wer geht denn auf YouTube, wenn du andauernd warten musst, dass die Videos laden? Weil die Server nicht hinterherkommen. Das wäre richtig scheiße. Ja, die Zeit gab es ja damals bei YouTube. Zu Anfangszeiten, die Qualität war scheiße und die Server waren laggig. Das hat immer eine halbe Ewigkeit gedauert, um Videos zu puffern. Obwohl deine Internetleitung damals eine halbwegs gut war, eine 4000 hatte ich, ne? Aber weißt du, damals hatten die eben nicht so viel Geld für Server. Und dann denken die wahrscheinlich auch so, oh Gott, alle unsere Server laufen aufs letzte Loch, aber wir haben kein Geld für neue Server. Ah! Dann kam irgendwann Google um die Ecke. Hallo! Ja, yeah, ihr habt ein tolles Projekt hier. Das kaufen wir auf. Ja, putt ein paar Millionen rein, kaufen euch neue Server und dann wird der Laden hier nur aufgezogen. Ja, danach muss man ja wirklich sagen, danach wurde das ja, was das angeht, auch besser, ne? Die haben bessere Qualitäten eingeführt. 1080p, 720p und eben, ja, die Videos waren viel schneller geladen, weil vorher war es echt furchtbar. Nicht mal 240p Videos konntest du dir angucken, weil der so Ewigkeiten gebraucht hat.
Die hatten ja auch ziemlich harte Grenzen gehabt. Du konntest nur 100 Megabyte, glaube ich, hochladen, ganz zu Anfang. Und die Videos durften nämlich länger als 10 Minuten. 10 Minuten, ja, der war der Anfang gewesen. Durften nicht länger als 10 Minuten gehen. Also 10 Minuten und 10 Megabyte. Es gab komischerweise eine Ausnahme. Wenn du eingestellt hast damals, dass du Regisseur bist, glaube ich, oder irgendwie so ein Schwachsinn. Wenn du da damals einen YouTube-Kanal gemacht hast, konntest du sagen, unter welchem Themenbereich du einen machst. Ja, und wenn du eben Regisseur genommen hattest, dann war die 10-Minuten-Sperre aufgehoben. Warum auch immer. Aber die 100-Megabyte-Grenze war nicht aufgehoben. Da hatte irgendjemand, glaube ich, mal ein 24-Stunden-Video hochgeladen, was 100 Megabyte groß war. Das war natürlich, die Qualität war absolut katastrophal, aber eben, dann denkt man so, boah, ist ja krank, guck mal, hier kannst du ein Stundenvideo angucken, what the fuck. Naja, so war das damals auf YouTube. Hört zu, wenn der alte Opa euch was zu erzählen hat. Und der alte Opa kriegt seinen Tüdelkasten nicht zum Laufen. Oh Mann, das Spiel stürzt ja trotzdem wie nach jedem Rennen. Was ist denn das, ey? Als wenn das Spiel von wegen so merkt, ich rieche fremde Aufnahmesoftware, selbst wenn die unten läuft und eigentlich so gesagt nichts abfängt oder, naja, eigentlich soll das Programm davon nichts mitbekommen. Und trotzdem stürzt die Drecksau ab. Nach einem Rennen, toll. Vielleicht war es auch nur Zufall, aber das ist immer dumm, das dauert eine halbe Ewigkeit, wenn du dieses dumme Texture Pack dazu startest. Das dauert so ungefähr immer 2-3 Minuten und dann startet das Spiel erst. Und jedes Mal, wenn er abstürzt, 2-3 Minuten extra zu warten und dann das Spiel wieder hochzufahren, das ist zu nervig. Zu nervig. Na, da. Fahr ich lieber mit Dings hier. Mit den normalen Texturen. Wenn's nicht geht, dann geht's halt nicht. Gibt bestimmt auch noch irgendeine Lösung oder so, das Spiel stabiler laufen zu lassen. Dass es nicht so auf Abstürzt. Wie gesagt, kann auch sein, dass das Spiel komplett durchdreht, weil ich so viele Indie-Dateien geschrieben gebügelt habe und Skripte und hör mir auf, ey. Das Spiel hängt wahrscheinlich auch nur so, oh Gott, so viele Instruktionen, so viele Umstellungen, ich weiß doch gar nicht, was ich machen soll. Boah, Wahnsinn, Auto, damit hast du nicht gerechnet, ne? Hahaha. Nein, du willst wiederholen, nie im Leben. Oh Mann, ich bin hier, der den Kurven gut nimmt, verpisst euch. Toll. Ich würde sagen, da will ich die Kurven gut nehmen und die fahren wir ja alle rein. Guck mal, ich bin so gut um die Kurve gefahren, ich habe sogar die Wassertonne mitgenommen. Scavenger, glaube ich. Ich muss sagen, bei Need for Speed Underground 2 habe ich bis jetzt kaum Konten-ID-Treffer gehabt. Oder habe ich überhaupt jemals Konten-ID-Treffer gehabt? Ich weiß gar nicht. Bei Tony Hawk's Pro Skater habe ich das verdammt oft hinbekommen, aber bei Underground komischerweise kaum. Naja, liegt wahrscheinlich dran, weil Skateboard-Geräusche nicht so hart mit reinfunken oder die Spielmusik überlagern als Brumm-Brumm-Geräusche wahrscheinlich. Wie sieht's denn hier aus? Hier ist ja nicht mehr so viel zu machen, ne? Guck mal, hier ist noch ein Rundkursrennen. Aber warte, ich will hier kurz dir, war das gewesen? Wo der Geldschein war. Das war dieses andere Silo gewesen hier, das hinterste Silo. Genau, da fährst du ja die ganz komische Ecke hier runter. Und da ist der Geldschein, ne? Ja, da ist der Geldschein. 400, schon Wahnsinn, du weißt, ich hab so viel Geld. Ganz am Anfang habe ich immer rumgeheult. Oh, ich habe kein Geld, ich kann mir kein Auto leisten und keine Tuningteile. Und jetzt so, ich habe so viel Geld, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Können wir noch ein Auto kaufen? Naja, vielleicht machen wir das jetzt zum Abschluss noch einmal, ne? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, war das eigentlich an irgendwas geknüpft hier, dass man bestimmt... Falsche Taste. War das an irgendwas geknüpft hier, dass man sich bestimmte Wagen holen konnte? Also, dass man bestimmtes... Naja, einen bestimmten Fortschritt zum Beispiel haben muss, ne? Ist ja bei den meisten Need for Speed so gewesen. Das dann heißt, hey, den Porsche kannst du nur fahren, wenn du mindestens 20 Rennen abgeschlossen hast oder 50 Rennen oder sonst irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, hier in dem Teil war das irgendwas verknüpft. Weil du kriegst ja die Wagen theoretisch auch gratis, ne? Also durch die Verträge. Kriegst du, glaube ich, 5 Slots maximal und dann eben 5 Autos gratis. Ich glaube, mehr kannst du auch gar nicht haben an Autos. Voll geschummelt, voll in die Eisen gegangen hier.
Boah, was ist das denn? Hallo? Drückt mir hier auf die Pelle. Gott, ich bin gar nicht mehr gewöhnt, hier normale Rennen zu fahren. Ich bin hier die ganze Street X Rennen gefahren. Klein und wendig, muss ich mich nicht auf viel konzentrieren. Und jetzt sind das wieder so langgezogene Dinger. So schnell. So schnell. Wow, ich weiß gar nicht, dass man sagen, so schnell wäre toll. Ist schön, dass ihr die gleiche Scheiße macht wie ich, dass sie auch schön gegen die Tankstelle fährt. Und natürlich muss ich ja auch auf den Verkehr achten, ne? Bei Street X gab es ja keinen Verkehr, das waren ja abgesperrte Straßen. Aber zum Glück spielen wir ja nicht auch schwer, hart. Nur auf Mittel. Sonst würde ich, glaube ich, schon längst durchgedreht bei dem Spiel. Ich habe auch schon Mioma gesagt, dass der Schwierigkeitsgrad hier ja nicht hundertprozentig fair ist. Dieses blöde Gummibandeffekt hier drinne. Ich weiß auch gar nicht, ob die Strecke, die ich hier gerade fahre, überhaupt schneller ist. Oder wenn man da geradeaus fährt, ob das schneller ist. So viele Wege, so viele Wege. Ich glaube hier, wenn du rechts fährst, genau, dann fährst du nicht über... Ist der Busbahnhof oder ist es diese komische Hügelstrecke, wo ich vorhin war? Naja, scheint ja schneller zu sein, denn die Typen kommen nicht wirklich hinterher. Mal aufpassen, gleich kommt wieder die Tankstelle. Glaube ich. Ich überlege gerade, warum ich eigentlich kam, wie genannt, und ich 6 von 10 nachher. Ich glaube, das ging nicht, ne? Die können nicht ein Profil benennen mit ganz am Anfang mit einem Buchstaben. Ja, das gibt bei vielen Spielen nicht. So ein Scheiße. Da muss ich immer 6 von 10 ausschreiben. Und dann gibt es wahrscheinlich die nächste Mecker. Ihr Name ist zu lang, Mann. Halt die Fresse, Mann. Genau wie der Schwachsinn manchmal auch ist, ne? Von wegen so, ja, sicheres Passwort. Mindestens ein Groß-Kleinschreibung und ein Sonderzeichen und eine Zahl muss drin sein. Ja, okay, das akzeptiere ich ja noch halbwegs, dass es halbwegs dann sicher wird. Das Passwort darf nicht länger als 8 Zeichen sein, wirklich, euer scheiß Ernst. Das Allerwichtigste, dass du ein langes Passwort hast, kannst du hier nicht nehmen, weil die nicht mehr als 8 Zeichen unterstützen. Was für ein Schwachsinn. Bei 8 Zeichen Passwort, boah, wie schnell kriegst du den geknackt? Mit einer Brute-Force-Attacke. Geht natürlich im Inneren ein bisschen schwerer, weil wenn du nach bestimmten Login-Versuchen dann automatisch blockiert wirst oder pausiert wirst, dass du es nicht so oft probieren kannst, dann geht's ja vielleicht, aber naja. Ich würde es nicht davon ausgehen, dass es unbedingt jede Seite hat. Und wenn du eine Seite hast, die das nicht hat und der noch nur 8 Zeichen hat, dann kriegst du das, glaube ich, relativ schnell. Denn es gibt ja so eine Internetseite, da kannst du dann eintippen, wie lang dein Passwort ist. Und dann sagt er dir, wie lange ein halbwegs normaler Computer und ein schneller Computer brauchen würden, um dieses Passwort zu brutforcen. 8 Zeichen? Boah, das kriegen die bestimmt schnell hin. Also ich sag, ein Tag maximal. Oder sogar weniger, glaube ich, ne? Wenn du einen normalen Computer hast, dann einen Tag. Und wenn du einen schnellen Computer hast, boah, dann doch schneller, ne? Ich glaube, du kannst sogar mit der GPU, mit der Grafikkarte, kannst du sogar, glaube ich, Brutforce-Attacken mittlerweile machen. Und die machen ja viel mehr Threads. Na dann, eine Stunde? Könnte sein, eine Stunde ungefähr. Passwort geknackt. 8 Zeichen? Weil 8 Zeichen sind wirklich nicht viel. Kannst du mal rechnen. 8 hoch 24, das sind die... Ne, 24 sind nur A bis Z. Und dann noch großen Kleinschreibungen, die sind noch ein bisschen mehr. Trotzdem dauert es nicht so lange. Natürlich noch leichter ist es, wenn es in einem Wörterbuch steht. Weil dann kriegst du es noch schneller geknackt. Aber es gibt auch eine Wörterbuch-Brute-Force-Attacke. Ja. Oh, natürlich da, das wisst ihr bestimmt alles. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ich denke, ich gehe ja immer meistens davon aus, dass man da jetzt alles weiß, ne? Aber irgendwie, ja, für einen ist es selbstverständlich, für anderen nicht. Für mich ist ja auch eben meine 300-Mbit-Leitung selbstverständlich. Oder mein schneller Computer ist selbstverständlich. Aber das ist nicht selbstverständlich für jeden. Überleg mal, was für einen Kackrechner ich damals hatte. Oder gar keinen Rechner. Ich hab sogar manchmal... Manchmal treffe ich sogar Leute, die haben überhaupt keinen Computer und gar nichts. Die haben, wenn es hochkommt, manchmal ist sogar das nicht der Fall, haben die nicht mal ein Smartphone oder so weiter. Das heißt, die leben dann so gesagt wie in damals, ne? Also nur Haustelefon und Fernsehen, das war's. Und die lesen dann auch wahrscheinlich nur Zeitung. Zeitung. Boah, ich will die Vergangenheit leben oder was hier? Aber gerade in unserer heutigen Zeit, das geht doch gar nicht mehr ohne
ohne Computer oder Smartphone oder sonst irgendwas. Gerade wenn du hier jetzt wegen diesem ganzen Corona-Scheiße nicht zur Schule kannst und dann eben nur noch alles übers Internet machst und dann hast du kein Internet und keinen Computer, wie willst du das machen, ey? Ich sag ja, es gibt hundertprozentig eben welche, die haben nichts von alledem. Die müssen ja in die Schule gehen, was sollst du mal sonst machen, wenn die nichts haben? Sollen die dann auf einmal was gestellt kriegen? Internet und Computer instant? Das geht ja nicht so einfach. Ich weiß nicht, wie lange das heute dauert, wenn man einen Internetanschluss bestellt. Wie lange das dauert, bis der da ist, weil damals war es so im Schnitt 14 bis 30 Tage gewesen. Wenn du Glück hattest, manchmal war es sogar noch länger gewesen. Aber das war auch noch der Zeitpunkt, wo Internet noch nicht so wichtig war. Da hast du dann nur Internet benutzt, um, ja, keine Ahnung, unwichtige Sachen zu machen. Heute brauchen ja sehr viele Leute Internet, um zu leben. Die verdienen Geld mit Internet. Oder müssen arbeiten über Internet. Das ist natürlich dann viel wichtiger, ne? Du hast den Typen vom finnischen GTI-Magazin wohl gefallen. Die nehmen dich nämlich fürs nächste Titelbild. Tolle Karte. So, die packen wir es hier hin. So, jetzt ordentlich einen durchziehen. Ach, wo ich da mein Zeug getan? Hier nicht, da auch nicht. Scheiße, hab ich's hingetan? Ah, scheiße. Ah. Da ist es. Schnee im Sommer. Oh Mann, ey. Ja, das ist auch schon so alt, ey. Lotus Weed. Und trotzdem haben wir das noch im Brain. Und ich kenne auch noch heute viele, ne? Letztens habe ich hier gesehen, dass irgendjemand neu geschnitten hat anhand eines HD-Materials. Weil ist ja klar, das alte war ja uralte. War SD-Material von der DVD oder sogar von der VS oder so, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall hat das dann von der Blu-ray zusammengeschnitten und das ist dann eben, ja, synchron dann zur Sprache ist, ne? Weil dieses Blutpack, ich weiß gar nicht, die existieren da seit Ewigkeit nicht mehr. Okay. Gut, es ist auch schon spät von der Uhr. Und wir sehen, die ganze Karte ist voller scheiß UL-Rennen. Oh Gott. Ah, das kostet bestimmt noch richtig viel Zeit. So normale Rennen sind wir so ziemlich durch. Ja, da gibt es noch vereinzelt ein paar. Aber es sind fast nur noch UL-Rennen. Ja, die Drag-Rennen, die kriegen wir wahrscheinlich auch noch irgendwie gebacken. Außer es sind diese ultralangen UL-Rennen. So wie dieses eine, was irgendwie über eine Minute geht. Wo dann er wirklich Glück hast, wenn du es überhaupt bis zum Ziel schaffst. Weil du nicht vorher in irgendein anderes Auto reinrammst. Naja, wir schauen mal. So lange kann das ja wohl nicht mehr dauern mit diesem Spiel. Denn ich will auch noch irgendwann Carbon spielen. Vielleicht sollte ich es auch mal irgendwann installieren, ne? Weil ich will ja auch alles Mögliche drüber bügeln. Und da ist Vorbereitung natürlich besser, ne? Wenn ich das vorher mache. Als wenn ich dann einfach Vanille reinplatze oder denke auf einmal, ja, geil, jetzt habe ich Bock auf Shift, jetzt spiele ich los. Und dann so, du hast gar nichts gemacht und dich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Na, geile Scheiße. Das kostet dich erstmal jetzt ungefähr 2 oder 3 Stunden, bis du soweit bist, bis du das so fertig gemacht hast, dass es dir gefällt. So war es ja bei Wanderung 2 aus. Erstmal war es alles toll, alles gefiel mir. Ich glaube, dann habe ich irgendwie mal ein Update installiert, dann funktionierte gar nichts mehr. Dann habe ich ja eine lange Zeit Vanilla gelassen und dann habe ich mich ja doch wieder ein bisschen auseinandergesetzt damit. Boah, das habe ich ja so eine halbe Version hier, ne? Na gut, Leute, genug gesammelt. Leb wohl, bis zum nächsten Mal.